Ja, bemitleidungswürdig, genau. Ja, mitleidswürdig. Oder wie man das auch immer nennt. Ich habe das Wort vergessen. Daran merkt man es wieder. Die deutsche Sprache ist schwer zu beherrschen und immer noch kein Schlüssel. Ah, ich habe schon mehr Silberherzen als normale Herzen. Ist zwar sehr nett, aber ich brauche es nicht. Gut gemacht. Sehr gut. Das meine ich ernst. Sehr gut gemacht. So. Hier scheuche ich euch in das Feuer rein. Huja! Huja! Sehr gut. Sehr gut. Und immer noch kein Schlüssel. Also so ein Kram wäre, wenn hier irgendwo ein Schlüssel wäre. Wieso habe ich das jetzt aufgesprengt? Das war doch Verschwendung. Das war unnötig und... Und geht doch. Einer kaputt. Immer noch Zeitbomb, sage ich. Pretty Fly, naja. Naja. Gut. Ich will keine zwei Goldrunnings auslassen, darum werde ich jetzt da unten reingehen. Wenn nicht alles übrig bleibt mir. Wenn jetzt eine Pretty Fly beschützen, setzt wieder Fleischkolumnen übrigens. Das ist Maximum Beschützung. Zack, zack. Da hier noch eine Pretty Fly. Bombsalki! Ja, full health, naja. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir irgendein Item bekommen könnten, das der Boss hat. Also zum Beispiel die Schachtel. Das bekommen wir, haben wir Glück. Das nicht bekommen, haben wir Pech. Wir müssen zwei Goldräuber sausen lassen, dann würde schon reichen, wenn ich einen bekommen würde. Aber nein! Geht da nicht! Jetzt verschwende ich meine letzte Bombe hier. Ist das nichts? So, Monstro. Ein grauer Monstro. Oh je. Ein farbiger Boss. Das kann ja nur schlecht sein. Alter. So. Also der hält das definitiv mal mehr aus. Was kann der. Was macht denn sonst noch besonders? Er hat es bisher noch nicht hochgehoben. Vielleicht kann er das. Wahrscheinlich habe ich es gerade verschrien. Er ist einfach zu fett, dass er zu hoch hüpft. Man kann hier nur auf seine Höhe hüpfen. Hier auch ein Monster in Farbing, wo er zu zweit zwei kleine sind. Das ist nervig. Das ist eigentlich relativ angenehm. Autsch. Mann. Also nur viel auf ihn draufheizen halt. Hm. Wenn ich noch eine Pretty Fly habe, dann passt das ja nicht. Ah. Miet. Ah, ein freundlicher Gesell. So, Headless Horseman. Noch einer. Den Kopf werden wir sicher noch öfter begegnen. Ich weiß nicht, was nerviger ist. Hier der Rager. Geh doch einfach sterben. Sterben, habe ich gesagt. Sterben sollst du gehen. Mann. Kriegst denn gar nichts auf die Reihe hier. Autsch, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ey, ey. Kann ich mal irgendwas von ihm verrecken? Dankeschön. Viel besser. Hm. Kannst mich mal. Wie, woher weißt du eigentlich, wo ich bin? Ich meine, sein Kopf ist ja weg. Little Shop. Oh. Ach ja, das ist ein anderer Horseman. Den gibt's ja. Ja, super. Ja, jetzt können wir irgendwas fliegen. Und dann können wir auch so einen Rage-Angriff machen. Oh, was ist denn da drin? Oh, scheiße. Schon wieder. Mann, das ist ja unser 5. Geburtstag hintereinander. Mann, 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 Mann. Jetzt können wir immerhin fliehen. Jetzt können wir einen Rage-Angriff machen. Wir können hier einfach jetzt über alles hinwegfliegen. Oder reiten, besser gesagt. Wir haben uns sein Hottehü haben ihn gestohlen. Sein Hottehü. Ah, das war effektiv. Ja. Und. So, der nächste ist es, der nächste. Jawohl. Immer noch ein verdammter Schlüssel.
Man muss nicht schon die zwei zurücklassen hier. Was sehr weh tut, was sehr, sehr weh tut sogar. Weg. Mann, wir machen kaum Schaden. Natürlich kein Schlüssel, muss er wieder Bomben haben. Und noch eine Bombe. Ich glaube, jetzt wie sehr, wenn dieses Bett lag. Man hofft endlich mal auf den Schlüssel und dann. Nee. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Also wenn ich hier keine Schlüssel bekommt, hätte man auch gleich die ganzen Goldräume hier rausnehmen können. Sinnlos ist das. Sinnlos. Und schon wieder dieser Fistula. Einfach nur Maden. Einfach nur Maden. Maden. Maden everywhere. Wir sind schon wieder tot. Ich sehe es ja. Jetzt gehen wir da rein, dann sind wir tot. Yay. Nein, ich bin nicht blöd. Freitod will ich noch. Wenn ich jetzt eine Facecam hätte. Wenn ich jetzt eine Facecam hätte, ne? Könnte ich gerade sehen, was ich davon halte. Hier so Bombermänner-Anspielung übrigens, ne? Upp. Bleib stehen. Schade. Perfekt. Machen die Explosionen irgendwie nicht so viel Schaden, wie er hofft. Da sind wir sicher wieder ein Bomben-Upgrade. Wenn wir schon so viele finden. Ich kriege eh nur Bomben von denen. Und das ist weg. Mann, das war knapp. Natürlich Bomben. Das ist wahrscheinlich Bad Trip oder so. Speeddown, natürlich. Natürlich, natürlich. Spiel du mich auch. Du mich auch. Und zwar Kreuz. Oh, da ist er noch jetzt. Kreuzweise Spiel. Kreuzweise. So, noch fliegen, 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 fliegen. Zack, zack. Down. Ach, komm schon! Wirklich, ich kann nicht mal reinragen. Wenn die mich erwischen, dann bin ich tot. Tot! Nicht nur so ein bisschen, da bin ich komplett kaputt. So. Eine noch. Schön auf Abstand bleiben. Schön auf Abstand bleiben. Abstand! Und schon wieder eine Bombe. Schon wieder, weißt du. Alter, was soll die Scheiße jetzt gerade? Okay. Das kann noch dauern, fürchtlich. Das kann noch dauern. So mag ich das. So mag ich das. Wenn ich jetzt übrigens nochmal sterbe, dann lasse ich sich bleiben, denn dann wird's mir zu dumm. Wir haben jetzt ein Ghost Baby, kennen wir noch nicht. Verschießt Geister drehen. Wie man hier sieht, sind die hier so ein bisschen durchsichtiger, so ein bisschen transparenter als meine. Und die gehen halt durch Blöcke durch. Und durch Mauern und durch alles, außer durch Gegner. Ich glaube nicht, dass sie durch Gegner durchgehen. Und auf einmal fällt mir das Zeug hier. Aber wir haben überhaupt gar keinen Schlüssel diese letzte Runde gefunden haben. Gar keinen. Zero. Zero. Und jetzt haben wir gleich einen Mann. Hui. Sind die da drin, wenn ich sich mehr aufspüren. Jetzt haben wir den da schon. So. Wenn da drüben jetzt der Bossraum wäre, dann hätten wir die Normalgröße eines normalen Dungeons. Glaube ich. Schätze ich. Nein, ich werde das jetzt dafür sicher nicht kennen, weil ich schon mal, dass da mehr Schlüssel drin sind. So, sicher nicht. Alter, mit euch
blöden Viehern. Ich hasse euch abgrundtiefst. So, Ghost Baby, schieß ab. Bombe. Leben, Leben. Weiter. Scheiße. Noch mehr Scheiße. Das nächste ist der ganze Raum voller Scheiße. Ich glaub's eh nicht. Nein, zwei Fleischspatzen. Unsere gegnerischen Fleischspatzen, wohlgemerkt. Wie die auch eigentlich die ganze Zeit so unkontrolliert schießen. Einfach drauf losschießen. Einfach drauf los. So, und damit wir so die Bomben haben. Bumm. Und Bombe und ein Schlüssel wieder. Yay. So, wieder Master of Disaster Raum. Ich meine, ist zwar nicht so, dass ich ja nicht auch sterben könnte, wenn ich mich dumm wie sonst was verhalte, also wie immer. Zweimal Gish. So, da. Oh, jetzt wieder Bart fliegen. Hass euch. Tiefer Hass. So, machen wir irgendwie so. Ach, so geht's auch. Wunderschön. Herz. Oh, was bist denn du für ein Vieh? Mann, hör auf damit. Hör auf. Kann doch nichts dafür, dass du ein Emo bist. Ich glaube halt, dass er ein Emo ist, oder halt. Depressiv. Depressive Emo. Soll es auch geben. Ja, ich wusste gerade nicht, was ich von dem Raum wirklich halten sollte. Es fehlt immer noch ein goldener Raum. Und ich gehe nicht, ehe ich ihn gefunden habe. So. Oh ja, ich bin schon reichlich müde. Ist ja auch schon reichlich spät. Mann, ich wollte eigentlich früher schlafen gehen. Oh, Monstrous Tooth. So, jetzt haben wir so eine Zahnkette. Boah. Ist ganz nice, das Item. Das kann doch etwas blutig. Uah. So, jetzt haben wir letzte Runde den Monstro geschlagen. Jetzt können wir ihn für uns einsetzen. Das werde ich euch gleich mal demonstrieren. Also diese Space Items kann man eigentlich super an den Gegnern demonstrieren. Hier Larry Jr. sehen wir den auch endlich mal als Boss und haben wir gleich mal die erste Hälfte von ihm zerstört. Ja, das ist das Original. Und man sollte nicht direkt irgendwie in der Mitte auseinanderschießen. Denn wenn es wenigstens noch zwei sind, dann kann es leben. Es lebt dann. Also so kann es noch leben. Wenn man Split trifft, dann hat man auf einmal sie verdoppelt. Ist dann scheiße. Scheiß doch nicht so viel, Mann. Es ist ungesund. Hast du Dünnschiss, oder? Also, das ist auch so ziemlich, glaube ich, der einzigste Gegner, der einen andauernd mit Leben und Geld versorgen kann. Festbackt. Ja, irgendwie haben die alle... Ja, die backen gern fest, alles und so. Lebensupgrade. Ja, Monstro, wir haben uns ja gerade gesehen, ne? Haben wir uns ja gerade gesehen. Tja. Er war eigentlich mit Larry Jr. dick befreundet. Mann, das wäre jetzt geil, wenn ich Monstro auf ihn einsetzen könnte. Monstro vs. Monstro. Monstroception wäre das dann sein. So. Hoppala, dein Bluthusten, du kannst mich mal. Oh, Isaac, die Prinzessin, das sieht man jetzt auch nicht. Finde ich gut, ich mag diese Krone sowieso nicht. So, und wir haben uns einen Neon-Kender, ich glaube 45 brauchen wir. Gibt keine Luft. Ich habe mich angehört wie ein Affe, aber egal. Hallo? Geht doch. Ich glaube, sonst hätte ich sie aufgehängt. So. Mann! Lass die Scheiße.
Ich bin so blöd. Ich brauche meine Protektorfliegen wieder. Ich laufe auch noch genau rein. Das ist. Das ist. Mann, das hat's ja gebracht. Ein halbes Herz mal wieder, also wenn ich jetzt sterbe, dann reicht's mir. Gut, mir reicht's für heute. Ich bin zu müde, um mich jetzt noch mehr aufzuregen. Es sind ja doch 3 Parts voller Fehlen geworden. Jetzt habe ich wieder genug erfordert. Jetzt kann ich ein paar Tage entspannen, deswegen. Noch mal rendern, alles gut. So. Oder heute besser gesagt. Oh Gott, ich muss jetzt schlafen gehen. Gut, genug von dem Selbstgesprächsmurmeln-Ding. Bis zum nächsten Mal bei der Binding of Isaac. Bewertung nicht vergessen. Und Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und pfiat euch!